Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Porsche. Ja, wir haben wieder was von unserem Schatzi gekriegt. Gibt natürlich ein Küsschen für einen guten Start in den Tag. So. Und dann gucken wir mal, was uns heute alles erwartet. Einmal müsste das hier fertig sein. Genau, können wir ernten. So. Wooden brauchen wir nicht. Rohstoffe, Saatgut. Was haben wir denn? Wir können nochmal Baumwolle. Können wir auf jeden Fall noch anpflanzen. So. 5. Ich hole Nuss. Ich hole Nuss. Was wir natürlich nicht brauchen, ist Baumwolle. Wir brauchen Saat. Weizen. Reis. Frühling. Nach 8 Tagen. Wie viel haben wir denn noch? Kalender. 24. Das wird knapp mit 8 Tagen. Wir haben nämlich nur noch 4. Okay, dann ist vorbei. Ich weiß nicht, ob die dann noch weiter wächst. Riskieren wir es. Ich glaube, besser nicht, weil das Saatgut ist teuer. Was haben wir denn noch? Die wächst im Sommer. Das haben wir dann jetzt bald. Winter, Frühling, Frühling. Alle Jahreszeiten. Kartoffel. Frühling, Sommer, Kürbis. Dann nehmen wir den doch. Habe ich keinen? Doch, da haben wir doch noch. Den hätte ich nehmen sollen. Säen. So, den können wir, glaube ich, auch ernten. So, gerade mal husten müssen. Ist gut, wenn man das Mikrofon abschalten kann. Ernten, säen. Ernten, säen. So. Dann brauchen wir einen neuen Auftrag. Da ist nichts. Da kriegen wir immer den ganzen Honig her. 8.50 Uhr. Der Higgins hat sich schon den besten Auftrag gekrallt, wahrscheinlich. Naja. Dann gucken wir mal, was es Neues gibt. So, einmal für ihn. 3 Pelzschals. 6 Bronzerohre. Das klingt schon mal nicht verkehrt. Machen wir. Bronzerohre haben wir schon ein paar. Ich glaube aber keine 6. Ich kann noch gucken, wir haben sie doch im Inventar. 4 haben wir, genau. Machen wir noch ein paar. Dass wir da dann noch hier auch was wollte ich sagen? So, da kann man nicht weitermachen. Tanken wir mal auf.
tanken wir auch mal auf. So. Dünger. Können wir noch wieder 6 machen, sehr gut. Können wir auch mal auftanken. Bronzerohre. 2 Stück brauchen wir noch. Genau, 2 können wir auch machen. Gut. So. Was ist das hier eigentlich? Können wir bestimmt auch was drin unterbringen, oder? Kisten zum Beispiel. Saatgut. Da packen wir das wieder rein. Das nehmen wir mal raus. Das nehmen wir auch raus. Das gehört alles in die Pflanzenkiste. So, dass wir hier wirklich nur Saatgut und Dünger halt drin haben. So. Pflanzen. Da würde ich den mal reinpacken. Den da. Reis? Ja, jein. Irgendwie schon, ne? Die Gummifrucht, das da, das da. Bambus-Papaya. Das ist Nahrung, ne? Eher Nahrung als sonst was. Nahrung. Bambus-Papaya. Hummer. Ich glaube, wir hatten eine Fischkiste, ne? Das ist Pflanze. Honig packen wir damit rein, den Tee auch, den auch. Hab ich hier noch irgendwas? Milch. Milch zum Beispiel. Salz. So, fertige Produkte, da kommt der hier rein. Das Kupferrohr brauchen wir. Das da. Was ist das? Krankenhausbett. Oh, das müssen wir noch machen. Stimmt. Stoff. Der hier. Das ist bei Stoff. So, Rohstoffe. Da haben wir ihn hier. Das da. Energiesteine nicht. Das sind auch noch Rohstoffe. Stoffmaterialien, haben wir das da unten vergessen. Ihn hier. Pflanzen, da zähle ich mal den Kürbis dazu. Nahrung gehört da natürlich noch mit dazu. So. Apfel, Ei. Das sind natürlich alles Dinge, die eher hier in solche Kisten reingehören. Apfel, Ei. So. Wooden Storage, da ist auch noch Honig. Für Fisch hatte ich eine eigene Kiste. Das weiß ich. So, das hatten wir da. Dann machen wir mal die Würmer auch noch mit dazu. Pflanzen, da war die Gummifrucht. Das sind die Soldaten, genau allerlei. Mehl zähle ich mal zur Nahrung. Pilze. Keramikkrug. Zum Lagern von Milch. Aber wir haben einen Kalb, ne? Wir brauchen eigentlich noch einen Stall dafür.
Pflanzen. Der da. Der da. Ingwer zähle ich auch mal als Pflanze. So. Da haben wir die hier vergessen. So. Holz hat nur auch eine Kiste. Neue Mission, Handelsauftrag, Bronzerohre, genau. Kiste wollte ich aber ausgewählt haben. Holz. So. Rohstoffe, da muss ich gerade mal gucken. Da haben wir nämlich auch Holz. Das nehmen wir dann hier natürlich raus. Holzkohle ist auch Holz. Zimt. Zimt. Zimt würde ich mal Richtung Nahrung. Weiß es gerade nicht. Was macht unser Rohr? Also Kupferrohr. Braucht noch. Okay. Gut, dann können wir mal so gucken, was wir denn noch alles anstellen. Was haben wir denn noch an Missionen? Ein Interview, ja, da ist mal noch unser Fotoproblem. Da haben wir noch das Problem mit dem Besen. Milch hat er gekriegt, aber wo kriege ich den Besen her? Finde etwas im Gebäude der Ziviltruppe. Man sollte den Text lesen, den Missionstext. Dann hat man Chancen, dass man das auch schafft. Ich bin ja eine hohle Nuss. Finde etwas im Gebäude der Ziviltruppe, das steht's doch. Machen wir das doch einfach. Derweil kann das Kupferrohr vor sich hinschleifen oder geschliffen werden. Da mussten wir hoch. Da und nirgendwo anders. Civil Corps. Finde etwas im Gebäude der Ziviltruppe. Man lese einfach den Missionstext. Und schon funktioniert das Ganze auch. Wo haben wir denn was? Da ist nichts. Da. Besen. Versuchen wir mal das hier. Plops. Nein, das wird nicht funktionieren. Wischmob. Finden wir wahrscheinlich auch hier, oder? Da. Es kann so einfach sein. Versuchen wir mal das hier. Nein, das klappt auch nicht. So, ein Pömpel. Wo habt ihr den Pömpel versteckt? Wo ist der Pömpel? Da ist er. Versuchen wir mal das hier. Das hat funktioniert. Gut. Knorke. Das heißt, perfekt. Und jetzt zu ihrem Kopf.
Wassereimer. Muss ich gerade mal gucken, ob wir den auch hier suchen müssen. Reparieren. Finde etwas. Genau, finde etwas im Gebäude der Ziviltruppe. Wassereimer. Entschuldigung. Versuchen wir mal das hier. Nein. Was brauchen wir jetzt? Einen Blumentopf. Wo habt ihr einen Blumentopf? Da oben. Da oben. Brauchen wir da jetzt auch wieder drei Versuche? Versuchen wir mal das hier. Nein. Eindeutig nein. Huch. Kochtopf. Den könnten wir in der Küche finden, oder? Nein. Wie komme ich auch nur darauf, dass ein Kochtopf in der Küche sein könnte? Ist ja sehr weit hergeholt, ne? So, versuchen wir mal das hier. Ah ja, das sieht besser aus. Da fehlt noch die Vertonung, ne? Aber es ist halt auch noch Early Access. Da wird der Fisch in der Pfanne verrückt. Dufte. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt bleibe ich hier und warte mein Schicksal. Halleluja, Halleluja. Blumen niederlegen. Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Ich habe von einem der Einwohner erfahren, dass meine Crew auf dem Friedhof der Stadt begraben wurde. Könnten Sie für mich ein paar Blumen auf Ihr Grab legen? Klar, mache ich. Dort kriegen wir hin. Ah, mit Gail müssen wir noch reden, okay. Ach, hi Schatzi. Nimm die Abkürzung. So, mit Gail müssen wir reden. Ist der noch hier? Da ist er. So. Oh, toll. Danke. Herr Ack hat wirklich eine interessante Persönlichkeit, findest du nicht? Hast du schon entschieden, was mit ihm passieren wird? Noch nicht. Wir besprechen die Möglichkeiten. Bald wird eine Entscheidung gefällt. Ich verschicke sie mit der Post, damit sie jeder erfährt. Die Kirche und das Forschungszentrum hängen sich richtig rein. Was denkst du? Meine Frau sagte immer, jeder verdient eine Chance. Wow. Oh, Ginger wurde meine Kollegin. Okay. So, was für Blumen müssen wir denn niederlegen? Blumen, Wildblumen. Gut. Muss ja wissen, was für welche ich kaufen muss. Blumenladen, Wildblumen. Kaufen wir. Und für unser Schatzi kaufen wir nochmal Rosen. Das muss einfach sein. Tadam, 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 tadam. Bringen wir die gerade zum Friedhof. Dass man die auch. Muss ich nochmal gucken, wohin. Wo wurden die denn begraben? Da. Nehmen wir das. Die Crew in Alter 1. So. Jetzt müssen wir bestimmt noch wieder zum Ack. Guck
gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Wird knapp. Ah ja, kommen wir noch rein. Sehr gut. So, Sie waren meine geliebte Kuh. Wir haben diese Station wirklich brummen lassen. Danke, dass Sie das für mich tun. So, Beziehung plus 20, sehr gut. Handelsauftrag müsste dann jetzt auch bald fertig sein. Jetzt gehen wir aber erstmal heim. Ja, das Foto von der Recovery-Maschine, das ist immer noch so mein Problem. Weil, ja. Ich weiß einfach nicht, welches wir dann nehmen. So, Heiler Emily. My grandma makes the best pumpkin pie in the aliens. Ja, macht sie. Verabredung machen wir natürlich nicht. Wir sind verheiratet. Da geht das nicht. So, die sind fertig. Dann können wir die morgen abgeben. Tadam. So, dann gehen wir mal rein und sagen gute Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder da. Gibt noch eine Umarmung. Ja, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann gucken, wie das mit Ack und so weiter geht, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.